So, Teil 12, Schrecksekunden Resident Evil 2. Ich bin Feuer und Flamme weiterzuspielen, möchte ich sagen. Wir haben nämlich aufgehört und haben das Passwort und den Usernamen, auf den man auch hätte kommen können. Das ist eigentlich ein ganz guter Gag. Ja. Einfach Username Guest, Passwort keins. Man hätte wirklich drauf kommen können. Das wäre eigentlich das Erste, was wir hätten ausprobieren sollen. Und wie wir gelacht hätten, wenn wir es gecrackt Ja, das hätten. Ja. stimmt. Apropos Feuer und Flamme, wir haben Flammenwerfer, aber nicht Den haben dabei. wir nicht mitgenommen, weil du mal die Waffen lieber im Schrank Weil wir den lässt. brauchen, glaub mir, weil der Flammenwerfer ist gegen die Pflanzen absolut, das ist deren Kryptonit. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht noch mal auf welche treffen. Ja, aber Und dann. ich fand die jetzt störend. Ich empfand die als sehr nervig, weil du kannst an denen auch nicht vorbei, weil die dich dann einfach fressen und an deinem Gehirn nagen. Ich habe auch eben schon Angst gehabt, du stirbst, als die eine dich gegriffen Ja, hatte. als sie so gelutscht hat, ja, weil man weiß ja nie. Kann ja auch dann schnell zu Ende sein. Guest. Hoffe Ach, ich. Umbrella, ihr werdet es nie Das lernen, stimmt. hä? So. Ach shit, wir kommen hier auch nicht weiter. Das geht wohl nicht jetzt. Dann müssen wir. Wird? Ach, registriert worden. Wir sind registriert worden. Ah, okay. Das heißt, jetzt können wir wieder zu diesem Ding zurück, wo man den Finger auflegen muss. Perfekt. Für 24 Stunden. Ich glaube, das sollten wir schaffen. Gut, jetzt brauchen wir den Computer hier nicht mehr. Und. Ja, jetzt gehen wir zum Gäste-Login. Wo könnte der denn nochmal gewesen Das sein? war, aber stand da nicht, dass man zwei Personen braucht, um die Tür zu öffnen? Ich Ich glaube, wir weiß nicht, ob es müssen. der war. Der war komisch, gell? Ja, du hast recht, zwei Ich Personen waren glaube, ich das schaue schon. jetzt erstmal auf das, auf die Karte nochmal. Der Raum, die jetzt hier noch angezeigt sind, das waren nur diese, wo die ganzen Zombies dahinter waren. Da müssen wir nicht mehr rein, oder? Die du alle hast leben Ja, wo wir lassen. drum rumgelaufen sind, ja. Ich glaube, Da ist, mehr war glaube da ich, nicht. nichts mehr. Ich habe alles abgesucht. Das heißt, wir können jetzt wieder zurückgehen. Da unten ist noch eine Tür auf dem Rückweg Die holen dann. wir uns. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem Umkreis von dem Raum ganz rechts, wo wir hingehen. Ja, meinst Das sieht du? aus für mich wie ein Raum, wo man kämpfen muss, weil da irgendein Zwischengegner einem die ganze Zeit auf Achsen ist. Also der hatte so mehrere Wege, ja, und führte aber immer zum selben. Ich würde auf jeden Fall Also ich nehme waffentechnisch mich vielleicht gut nochmal Waffen mit ausrüsten. jetzt. Ja. Also die MG ist ja Komm, schon mal lass die super, die jetzt kannst du hier. da lassen, ja. Dann nehmen wir halt den. Wir haben ja sonst nichts. Flammenwerfer haben wir noch. Flammenwerfer hätten wir noch. Und wir hätten noch hier zur. Aber sonst brauchen wir, glaube ich, nichts. Nee. Vielleicht nur ein Erste-Hilfe-Spray. Jetzt bist du aber wirklich für einen Kampf vorbereitet. Wenn jetzt keiner Ja, man kommt. weiß ja nie, was passiert so. Was habe ich denn jetzt gerade in der Hand eigentlich für eine Waffe, die Machine Gun, Schrot. oder? Nee, Maschinengewehr. Sieht aber aus wie die Schrotflinte irgendwie, Ja. wie die hält. Die wären auch alle tot, oder? Nicht nur die Stimmt, Pflanzen. hier ist es auch grün. Ja, Oh wobei ich Gott, das weiß ist nicht. ja unglaublich, was wir da teilweise Ja, wir haben ja verballert echt haben. allein in dem Raum hier vier von den Typen tot gemacht. Oh Gott. Das ist so ein Moment, wo man normalerweise überlegt, fuck, ich lade den alten Spielstand Hätten wir auch und machen mach den sollen. Scheiß nochmal, hätten wir machen Wer, sollen ich sag hier. dir, in einer Spielstunde oder so, wenn wir da stehen, haben nur noch das Messer und gucken richtig blöd. Dann können wir uns schon mal Ja. merken, welcher Spielstand war der erste, als wir angefangen haben? 11? 12? Irgendwo da, ja. 13 vielleicht sogar. Bin ich gerade ein bisschen irritiert, weil jetzt haben wir den einen Raum da ja ausgelassen. Da wollten Hier, wir doch eigentlich hin, dachte ich. den. Aber wie haben wir denn da hingekommen? Haben wir den übersehen irgendwie? Ach nein, das ist der, der hinter dem Modisk-Slot ist. Da kann man gar nicht Kann rein. man nicht hin. Okay, hätten wir uns jetzt gar nicht. Aber jetzt sind wir wieder Hier, hier. da unten, die kleine blau Genau, blinkende da gehen wir jetzt mal hin. Kaschemme, da müssen wir hin. Also hier wieder durch. Dann jetzt geradeaus da hoch und dann rechts wieder die nächste runter. Jetzt sind wir wieder hier. Ich habe übrigens, wir haben letztens Kuchen bekommen. Und also von einem Fan, Ja. wir kriegen hier ab und zu, werden wir hier versorgt mit Essen, weil wir es ja auch echt brauchen. Und er hat den gerade so in der Hand, ess den und guckt dabei Game of Thrones. Die zweite Folge der neuesten Staffel. Jetzt kein Spoiler, weil ich sage jetzt auch nichts weiter, aber die Kenner wissen, was Sache ist. Ja. Das war eine schöne Folge. Nein, das ist Ah die ja, das ist der Eisecke. Eisraum. Ja. Das war echt eine schöne Folge, es war mir so eine Genugtuung. Ich habe auch gehört, dass der betroffene Schauspieler jetzt seine Karriere an den Nagel hängt.
Ja, was kannst du noch machen? Mehr Schauspielern. Du wirst eh nie wieder genommen. Was der bestimmt einen Hate abbekommen hat. Der hat eine sehr geile Rede gehalten. Ich glaube sogar vor dem Repräsentantenhaus in England. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und hat da sehr gut geredet über Fame und die falschen Vorstellungen, die Leute haben, weil aufgrund der Rolle, die man spielt und ähnliches und diese ganze Vorurteilskiste, dass Leute nicht unterscheiden können zwischen Fantasie und Wirklichkeit und alles. Das war sehr interessant. Hat richtig eine Stunde super eloquent, sehr intelligent geredet. Hätte ich nicht hingekriegt. Ich habe übrigens gerade schon, da oben ist dieser Fingerabdrucksensor, den habe ich jetzt gerade schon für mich, habe ich meinen mein zweiten Blick. Wir brauchen aber noch eine zweite Person. Das ist doch Ada. Deswegen gucken wir jetzt, was hier in dem Raum ist. Ada ist ja übrigens auch, wird schon in Teil 1 erwähnt, weil da ist ja dieser Brief mit John und Ada, ja, genau. Die schreiben sich ja und beide sind Wissenschaftler oder sowas in der Art. Und ich glaube, dass das die Ada ist. So, jetzt haben wir die Keycard auch entsorgt. Oh. Hier schlupft irgendwas. Schlurfen. Nein, nimm lieber die. Obwohl, du kannst eigentlich auch mal den Flammenwerfer ausprobieren. Magnum. Bisschen Action. Was ist das? Wie? Ein Zombie nur. Ach so. Ja, ganz simpel. Nicht zu viel schießen. Nein, ich brutzel ihm einmal ins Gesicht. Nee, der wird dann ja auch schwarz quasi in dem Moment. Ah, schon fertig. Der hält ja gar nichts aus. Geil. Flammenwerfer ist echt super. Und der nächste. So ein kleines Kuckelmölkchen. Boah, super. Das ist ja super. Das ist aber wirklich ressourcenschonend. Aber die verletzen mich dann schon auch, wenn ich da jetzt drüber laufe, oder? Ey, da stellst du Fragen. Ich weiß es nicht. Lightswitch pushen ja, immer, oder? Immer. Okay. Und noch eine. Das war schon zu einfach. Ja, ich glaube, wir müssen kurz warten. Meinst du, das geht irgendwann wieder aus? Oder habe ich mir jetzt so ein schönes Hindernis in den Weg gebaut? Soll ich einmal kurz raus und wieder reingehen? Ja, mach das. Ich bin mir ja nicht sicher, ob du wirklich... Hast du schon geguckt, ob du drüber laufen kannst? Probier's mal. Ah! Gut, dass wir gewartet haben, sonst wären wir dem in die Arme. So, schön weiter einfach. Ah, wie oft... Ich weiß noch, dass ich diesen Raum unglaublich oft abgesucht habe. Irgendwo an der Stelle, wo ich nicht mehr weiterkam. Okay. Weil man denkt, hier muss doch irgendwas Sinnvolles drin sein, aber ich glaube, da war dann, doch, da ist doch, da ist noch was. Man kann hier irgendwie eine Art Medizin auch herstellen. Jetzt haben wir die Modisk. Die Modisk. Das ist doch mal wichtig. Stimmt, hier muss man irgendwas herstellen. Ich glaube, das war es jetzt hier erstmal schon. Hier kommen wir nicht weiter hinter. Gut, das heißt, wir gehen jetzt wieder raus. Na, benutzen die Modisk. Und dann wieder einen Schritt weiter. Oh, da kommt jetzt wirklich der Endgegnerkampf, könnte sein. Meinst du? Naja, also ein das ich, nicht ich habe es nicht. Ich spoilere nichts, weil ich weiß es nicht. Ich gehe nur aufgrund der Level. You. Hallo. You murdered my husband. I know what you're looking for. You came for the G-Virus, didn't you? But you'll never take it from me. This is my husband's legacy. Now. Where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-Virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. If you don't want to believe it, I don't really care. You're about to die anyway. Ich kann mich auch null dran erinnern. What happened? Sehr gut. Immer gut da direkt stehen zu bleiben, wo schon alles in der Decke runterkrümelt. Vielen Dank, seelenloser Stahlbolzen, dass du uns dieses Problem abgenommen hast. Oh nein. Ich will den G-Virus gar nicht. Ich will schon gar nicht das gute Zippo dafür auswechseln. Also wirklich, der tödlichste Virus aller Zeiten oder ein Zippo?
Ah, es ist schon soweit. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Knallhart. Okay. Ist aber noch kein Timer. Hier müssen wir dann wieder hin zurück. Das kannst du ja schon mal merken, wenn wir wieder zu zweit sind. Das heißt, wir gehen jetzt noch einmal komplett den anderen Weg, tun die Disk da rein. Stimmt, die Mo-Disk, genau, dahinter passiert. Was muss man eigentlich dahinter machen? Ja, das ist eine gute Frage. Ey, geil. Wir sind fast durch. Stimmt, kommen jetzt noch mal Gegner hier wieder. So, das heißt, wir hier in den roten Bereich. An sie kann ich mich doch schon jetzt kommt die bisschen Szene. Erinnern. Ich erinnere mich daran. I've been waiting for you, Leon. What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G-Virus. I don't believe this. Annette was right. About everything. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. You can't do that. Oh. Ada! Ada, I've got you. Don't give up. Dumm alles. Gut. Ja, krass, er ist ja jetzt halt tot. Das ist so. Aber wer ist denn dann die zweite Person, mit der man den Fingerabdrucksensor benutzt? Ja, vielleicht ist es dann ja wirklich hier Claire. Claire Redfield. Links, oder? Wie geht denn der eine Raum da hinten eigentlich auf? Ach, der geht über die. Ja, siehst du, da ist er gar nicht drin. Das ist nämlich deswegen, weil diese. Geh nur mal rein. Die blöde Pflanze da in der Ecke, das versperrt. Lass uns mal einmal auf die Pflanze schießen mit dem Flammenwerfer. Ich glaube, dass das funktioniert. Dann ist sie nämlich weg und dann kannst du da rein, dann kriegst du da wahrscheinlich. Kriegt man was, dann kann man durch die andere Tür wieder rausgehen. Du hast vollkommen recht. Der alte Pflanzentrick mit dem Rausgehen danach. Cool, ich bin nicht mehr gewusst. Das sind so die kleinen Sachen, die man auch nicht macht. Also die man vielleicht mal macht, aber nicht braucht für den Durchlauf. Ja, aber man halt auch denkt, naja, ich will lieber keine Munition verschwenden, vielleicht funktioniert's nicht. Ah! Das war eine super Idee. Eine richtige super Idee. Ja, du wolltest doch noch ein paar Gegner. Da hast du sie. Alter, ich kann nicht so schnell schießen. Du hast sie gleich. Ja, hör auf! Ja, ich mach schon nichts mehr. Bisschen Energie. Alles gut. Oh, den brauchen wir nun echt nicht. Ich benutze gleich was von der Energie einfach, die wir schleppen. Da haben wir genug von. Gibt es hier noch irgendwas Wichtiges vielleicht auch mal? Sonst wäre der Raum ja komplett für den Arsch gewesen. Jetzt gehst du gehst raus. Toll, können wir eigentlich mitnehmen. Richtig geil. Da musst du mal ein bisschen. Nehmen erstmal Energie. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt nehmen erst die Schrotflintmunition. Die kannst du ja ineinander stecken. Nehmen, genau. Oh, da ist noch viel mehr drin, oder? Nee, ich glaube, das ist nur Grafik. Ja, du hast recht.
Und dann haben wir natürlich noch den Ink Ribbon, aber den brauchen wir wirklich nicht. Und den, davon haben wir echt genug. Das stimmt. Ja, dann. So, haben man darf das? Keinen Raum ja, unbesucht nee, lassen. Das ist super ärgerlich dann. Das finde ich schlimmer als Sachen nicht zu ordnen. Räume noch schwarz zu haben, wenn man ja. das Areal verlässt. So. Das geht gar nicht. Haben wir es relativ schnell doch geschafft, gell? 12 Takes. Also ja, na gut, noch sind wir ja nicht fertig. Ja, doch, stimmt. Aber so viel kommt, glaube ich, auch nicht mehr. Nee? Naja, ich meine, bei Resident Evil, wenn der Alarm losgeht, ja, hast du nur noch ein bisschen, eigentlich. Bis der Timer kommt und dann hast du wirklich nur noch 2-3 Minuten und dann ist vorbei. Ist auch Alter, jetzt kommen hier nochmal welche. Was echt komisch ist, dass er sich halt um Ada kümmert, Mann. Aber absolut keinen einzigen Gedanken jetzt an Claire verschwendet. Das stimmt. Ich meine, der ist wirklich... Der nimmt, was er kriegt, hä? Die eine Olle ist weg im Intro. Ja, okay, nehme ich halt hier diese Wissenschaftlerin. Ada ist aber schon auch ein bisschen cooler, muss man ganz ehrlich sein. Oh, das war's mit dem Flammenwerfer. Und den kann man wiederum nicht wegwerfen. Echt? Na gut. Ja, warum nicht mal einen Kopf? Ein Kopfschuss ja? jetzt. Muss auch mal sein. Schwarz! Yeah. In meinem Resident Evil, das neu vertont wurde, da würde, weißt du, sowas kommen dann. Jedes Mal Spratz! Die lasse ich jetzt einfach. Ach, du bist so ein Humanist. Ja, es ist ja nur Verschwendung. Meinst du, dahinter kommt jetzt was Endgegnermäßiges noch? Ey. Also meine Theorie steht, irgendwas kommt da, weil der Gang so aussieht. Auf der Map. Ja, das Zeichen ist jetzt auch nicht sonderlich vertrauenserweckend, ja, die dicke Tür auch nicht. Irgendwas ist schon dahinter. Und die Musik hört auch auf. Wir brauchen ja eigentlich nur noch jemanden für den zweiten Fingerabdruck. Ja. Ich weiß, lustig, dass ich echt nicht mehr weiß, was hier jetzt passiert, aber es passiert irgendwas. Ja, irgendwas ist da. Okay, ein bisschen Magnum. Wir haben übrigens keine Schrotflinte dabei. Aber ja, aber die Magnum reicht. Ui! Fuck! Und die Tür ist verriegelt. Cool. Was finden wir jetzt hier nochmal? Irgendwas, um die Tür da hinten öffnen zu können. Was mich wundert, wo ist denn eigentlich das kleine Mädchen? Die kommt nur bei Dings. Das ist der Partner von... Ach ja, du hast vollkommen recht. Redfield. Was ist denn hier los? Mach ich hier... Muss ich hier... So, jetzt bin ich einmal rumgelaufen. Ja, vorne war doch so ein Button, glaube ich. Im Zweifel immer Button drücken. Rechts. Ach, da. Mann, bin ich blöd. Ey, wir kommen hier raus und wir werden gar nicht mehr zu der Fingerabdrucktür kommen. Die ist nämlich auch für Claire Redfield. Du hast recht. Da muss man gar nicht durch. Was könnte es sein? Ein Geschenk? Vielleicht haben wir aber was... Alter, der wird immer größer und ekliger. Ich laufe in die falsche Richtung. Vielleicht haben wir aber trotzdem was Gutes gemacht. Weil da nämlich... Weg! Da waren eigentlich drei Felder, die für Fingerabdrücke waren. Vielleicht haben wir das dadurch, dass wir es jetzt mit ihm aktiviert haben, können das vielleicht Sherry und sie dann im Alternate-Game dann aktivieren. Jetzt kommt gerade alles zurück. Es ist so, wenn du das Ding benutzt hast... Ja. ...in deinem Spiel... Ja. ...und dann im Gegenspiel, im B-Adventure... Dann geht die Tür auf, gell? ...kann quasi das nochmal gedrückt werden und dann geht die Tür auf, ja? Ja. Aber was dahinter ist, da wüsste ich jetzt auch... Ich glaube, das weiß ich einfach nicht. Vielleicht der Resident Evil Plauschangriff. Das wär ganz geil. Den machen wir demnächst mal, hä? Von mir aus können wir es noch machen. Das hätten wir jetzt niemals sagen dürfen. Nein, ich habe aber auch schon mit Gregor geredet, wir wollten den echt mal irgendwann machen. Weil langsam ist die Zeit reif. Und ja, vor allem kannst du halt jetzt auch über alles reden. Ey, jetzt mal im Ernst. Wie will der denn sich zu Bubble die Zähne putzen? Das ist unmöglich. Der kann ja auch gar nicht, der kann ja nicht mal essen, weil er sich selbst aufspießt währenddessen. Schön, dass er jetzt springt. Und dazu eine dicke Lady, die singt. Ja. Alter. Ich muss mich heilen. Ich bin tot, glaube ich. Scheiße. Oh nein. Warte. Heilen. Ja. Wir haben im Übrigen, wir sind noch nie gestorben. Das stimmt. Das heißt... Es wäre sehr unangenehm, wenn mir das jetzt passiert. Es wäre wirklich dumm, wenn das... Naja, es wäre generell doof. Vielleicht kriegen wir ja... Vielleicht gibt's, es gibt ja am Ende eine Bewertung. Vielleicht ist es cool, wenn wir noch nie gestorben sind. Es wird sicher der Bewertung helfen. Du gehst sehr nah ran mit deiner Waffe. Das wollte ich nicht. Es ist kein Boxhandschuh.
Ja, gut, gut, während er dreht. Das ist schon richtig. Aber nicht, du bist viel zu nah, Alter. Du bist so nah. Und wir haben keine Pippen, wir haben kein Medi mehr. Doch, wir haben noch ein Heilspray. Drück mal Pause kurz, nur um zu wissen, wie, ob wir den brauchen. Ich komme nicht an der Scheißwand vorbei. Okay, reicht noch. Gut. Wir haben nur noch 3 Schuss. Das ist, Ja, danach die Uzi und dann ist eh vorbei. Meinst du? Nee. Ja! Yeah, das war's, oder? Na komm. Oder verwandle dich halt nochmal. Entscheide dich! Cool, der Aufzug ist da. Wie können die das immer timen in diesen Spielen? Dass er genau dann kommt, wenn er tot ist. Der Aufzug, der überlegt sich das sehr gut, der Aufzug. Der will ja auch nicht dabei sein. Der wartet schön ab, bis die Action vorbei ist. Ach, jetzt kann ich aufgehen. Ist jetzt wirklich vorbei? Naja, da ist ein Countdown von 5 Minuten und die Hälfte ist vorbei von dem. Ich weiß, dass noch was kommt, aber das hängt ja auch immer davon ab, welchen Charakter, welches A- oder B-Adventure. Mal gucken. Und Kopf ab. Bisschen hot ist es schon. Ach ja, ich weiß auch, dass noch was kommt. Als ich dachte, so alles in allem. Are you okay? Yes, I'm fine. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Jetzt doch nichts mehr. Doch, doch, doch. Ja, du verwechselst die A, B, ja, ja, ich verwechsel das, du hast vollkommen recht. Da kommen eigentlich noch, ich weiß nicht, wie weit wir spoilern wollen. Nee, lass uns nicht spoilern. Nee. Aber jetzt, wo das so schnell ging, sagen wir, da spielen wir das B-Game schon auch noch dann, oder? Ich muss zugeben, ich habe auch, ich habe schon drüber nachgedacht, dass ich das eigentlich gedacht, gerne machen würde. Das machen wir nicht, weil dann spielst du nochmal dieses voll lange Spiel nochmal, weil ich meine, jetzt haben wir gerade mal 12 Teile gehabt und wir sind echt schnell durchgekommen. Ich finde, es hat auch wenig Längen, also es spielt sich echt eigentlich noch voll gut. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Und wir sind nicht einmal. Was ich krass finde, ist, dass wir nicht einmal gestorben sind. Ja. Wo wir nicht besonders. Ich glaube, wir haben jetzt nicht überragend gut gespielt. Aber wir haben aber auch nicht schlecht gespielt. Also, du hast am Ende jetzt. Am Ende dachte ich, fuck, jetzt versau das nochmal. Und zieht mich mit. Was meinst du, was wir für ein Ranking jetzt bekommen? Das muss eigentlich ein gutes sein. Wir haben wenig gespeichert. Wir haben kein Leben verloren. Es ist mindestens ein A. Vielleicht sogar ein S. Meinst du wirklich so gut? Also, wenn nicht, wäre ich enttäuscht, weil ich meine, wir haben uns echt Mühe gegeben. Ich habe früher alle möglichen Rankings gesehen und das hängt natürlich immer sehr von diesen typischen Parametern ab. Aber mein erstes war definitiv kein A. Also, deswegen würde ich sagen, wäre nicht schlecht jetzt. Und nur um es zu sagen, wir werden jetzt also irgendwann nochmal vielleicht das B-Adventure spielen. Mhm. Da spielen wir dann mit Claire und mit Cheryl und erfahren halt noch ein bisschen mehr und sehen mal andere Perspektiven, andere Räume, andere Waffen und haben auch ein anderes Ende. So. So viel kann man erzählen. Cool, mir rutscht immer so ein bisschen mein Mikrofon runter. Du hast es auch falsch rum auf, ich wollte es aber nicht sagen. Schön, dass du mir das jetzt sagst, wo wir am Ende sind. Ja, das sieht doch, von den Noobs da draußen rafft das doch keiner. Nur Profis wie wir checken das. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wieso ich das am rechten Ohr heute tragen muss. Ich habe es einfach nur verkehrt rum aufgezogen. Hören. Das ist fast im Auge steckt. Moment. Das stimmt doch gar nicht. So ist gut. Ja, mal die letzten 2 Minuten noch mal guten Ton jetzt. Hat übrigens auch leider in diesem Adventure, jetzt im A-Adventure, ein scheiß Ende von der Musik her. Weil es hat ein fantastisches, tolles Ende im B-Adventure. Mann, das ist echt blöd, dass wir da nicht spoilern können. Aber wir spielen es doch noch. Ja, okay, aber das kann man sagen. Es geht einfach nur, er sagt halt so, now it's up to us to finish Umbrella. Und dann fängt so eine Heavy Metal an. So, und das ist wirklich geil, ja, das ist wirklich geil, ich sag's dir. Und das nach so einem enormen, so einer Climax, wo es immer krasser, immer krasser, immer krasser wird. Nicht so was Lahmes wie hier. Wie ich enttäuscht war, als ich das irgendwie zum ersten Mal... Okay, jetzt das Ende finde ich enttäuschend. Das hält natürlich schon, da ist schon sehr absehbar, dass da halt jetzt noch was nachkommt einfach. Wahrscheinlich speichert man jetzt am Ende auch nochmal, damit man diesen Spielstand hat, um das B-Game machen zu können, das oder? Das müssen wir machen, ja. Auch diese Feenmusik hier, das ist doch nicht Resident Evil.
Ja, das stimmt, die Musik ist komisch. Dann sag ich auch, wir haben ein A-Ranking. Jetzt schön C. Das gab auch andere Hintergrundbilder immer, genau. Muss ich drücken, Louis? Ich weiß es nicht. Ich traue mich dann auch nie zu drücken. D! D! Hallo! Hallo! D! Wofür denn D, bitte? Bist du vielleicht mit Gregor irgendwie 27 Mal gestorben, während ich weg war? Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, kann wirklich nicht sein. D ist doch fast das Schlechteste wahrscheinlich, was es gibt. Ja, was willst du da noch? Oder es geht von A bis Z. Nee, aber D ist wirklich, da fühle ich mich jetzt ein bisschen verarscht. Das ist ja wirklich gar nichts. Aber was haben wir denn falsch gemacht? Vielleicht sind wir wirklich gestorben mit Gregor und ich habe es verdrängt. Nee, ich glaube schreibt es in die Comments, wenn es wahr ist, weil ich weiß es nicht mehr. Sagt uns mal, warum wir so ein schlechtes Ranking haben. Das kann man schon im Internet wissen. Nachgucken. Wir haben die meisten Räume erwischt, wir haben fast immer getroffen. Wir haben jetzt auch nicht, wir sind jetzt nicht schnell da durchgerockt. Ich verstehe es nicht. Naja, immerhin haben wir das Claire B. Adventure. Ist auch, glaube ich, die coolste Kombination, also männliches A und weibliches B Adventure war, glaube ich, die coolste Kombination. Ich habe alle viermal gespielt, weiß natürlich nicht mehr welche. Wenn wir dann irgendwann auch fertig sind mit dem B, spielen wir auch nochmal Hank. Und dann nochmal Tofu. Ja, müssen wir den nicht freischalten irgendwie? Ich glaube, der wird freigeschaltet durch die A und B, wenn du es durch hast. Ach so, nicht durch irgendwelche guten Rankings oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich will nichts erzählen, weil ich es nicht genau weiß. Aber irgendwie kriegen wir das. Und dann spielen wir auch nochmal Hank und Tofu, weil das dauert dann auch nur einen Take lang und das wird dann Spaß machen. Und wenn wir damit fertig sind, dann mit dem B-Game und dem Hank und dem Tofu spielen wir dann... Fangen wir mal an mit Claire, mit dem A-Game. Nee. Und dann kriegen wir noch von Leon das B-Game. Spielen wir dann das Resident Evil Remake vom Gamecube oder spielen wir Code Veronica? Also, das Resident Evil Remake ist immer cool, aber ich muss sagen, ich bin schon ein enorm großer Fan von Code Veronica und nach dem Teil habe ich tatsächlich am meisten Bock auf Code Veronica. Das kann man ja auch jetzt auf der PS3 dann spielen. Dann sagt man das einfach auch da. Wäre es chronologisch nicht auch besser? Das naja, Remake? Dann hätten wir vielleicht gleich mit dem Remake anfangen sollen, nicht mit Resident Evil 2. Ja, das stimmt. Naja, ihr könnt ja auch mal was reinschreiben, aber ich denke, die meisten von euch haben Resident Evil 1 zumindest öfter mal gesehen. Und aber vielleicht nicht das Gamecube-Remake. Das sicher nicht. Das ist ja komischerweise, da habe ich es nie verstanden, warum Resident Evil 4 haben sie ja dann nochmal für alles Mögliche geportet: PC, ja, PS2, PS3 und so. Und das war so ein cooles Remake, sieht immer noch geil aus. Das haben sie nie für irgendeine andere Plattform rausgebracht. Doch, ich glaube, für die Wii haben sie es nochmal portiert. Ja, ich glaube, die haben einfach mit Nintendo irgendeinen Deal, dass das einfach nicht. Ja, was hatten sie bei Resident Evil 4 ja, glaube ich, auch vorher. Man weiß es nicht, aber. Ja, das war das A-Game von Resident Evil 2. Ich bin echt nach wie vor noch geplättet davon, wie cool das Spiel noch ist. Es hat echt Bock gemacht. Hat Spaß gemacht, mit dir zu spielen, muss ich auch sagen. Ich hatte große Freude. Was guckst du mich jetzt so schockiert an? Nein, ich bin nicht schockiert. Ich bin total begeistert. Ich habe auch richtig Spaß gehabt. 6 Stunden. Es ist nur kurz einfach. Ich habe gedacht, also aus der Erinnerung, dass es viel länger ist, das Spiel. Eigentlich hat es ja nicht sonderlich viele Areale. So, es hat die Polizeistation, dann ein bisschen darunter die Kanäle, dann gibt es das Labor und dann ist schon vorbei. Dann ist man schon fast im Labor, ja. Ja, die Stadt, du läufst halt am Anfang noch durch keine Kulisse. Ja, natürlich. Ist eigentlich, man kriegt suggeriert, man läuft in der Stadt endlich mal rum, aber in Wirklichkeit macht man ja gar nichts. Stimmt, in der Stadt. Gar nicht. Man flüchtet kurz. Da ist man, glaube ich, sogar im dritten Teil noch mehr in der Stadt unterwegs. Da gibt es, glaube ich, mehr mit Nemesis dann. Da ist man, glaube ich, in mehreren Häusern und Läden und so drin. Das stimmt, aber lass uns nicht über den dritten Teil reden. Okay. Da werde ich immer traurig. Was ist denn hier Arrange Game? Das Arrange Game ist dieses mit anderen Itemplatzierungen und so ein Krams. Und, kann man das nur Rookie spielen dann? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen. Diese Option kannte ich jetzt gar nicht. Doch, da hatten wir, glaube ich, im ersten Teil auch drüber gesprochen, was wir da spielen. Data für Range Game? Ich recherchiere das nochmal, bevor wir mit dem B-Game anfangen, beim nächsten Teil, dann beim 13. Teil. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Okay. Tschüss. Oder wolltest du noch? Komm, sag nein, noch nein, was. Nein, ich habe ja nichts zu sagen. Es gibt nichts zu sagen. Ich will nicht, dass diese Minuten enden hier. Ja, wir machen noch weiter. Noch es ist doch kein Abschied für immer. Es ist kein Abschied für immer. Niemals geht man so ganz. Tschüss. Bis auf die Zombies. Also die sind in Stückchen natürlich. Vielleicht spielt ja auch Trant beim B-Game dann mal mit. Weil das wäre ein guter Zeitpunkt, dann mal einzusteigen, weil er sich ja quasi nochmal von vorne dann hat. Ja, dann müsste der Trant ja socializen und vor allen Dingen mal wieder mit mir zocken. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass das nicht zusammenpasst. Kommt nicht so oft zustande, gell? Nee, es kommt nie zustande. Ich glaube, das letzte Mal war vor 15 Jahren, als wir zusammen Resident Evil 2 bei mir, zwar übrigens im Sommer, habe ich immer meinen ganzen Scheiß, weil ich im Erdgeschoss gewohnt habe, so der typische Keller vom Haus,
in den Keller gezogen, Nerd-Kram, kennst du ja, dass man in den Keller zieht. Nur der Keller war bei uns das Erdgeschoss. Da habe ich im Sommer immer den ganzen Scheiß raus auf die ja fast schon Straße gestellt und habe draußen dann mit Sofa, Tisch, Fernseher und PS1 Resident Evil 2 gespielt. Mit Rand? Ja, der kam dann immer vorbei. Ja. Der hat so einen Scheiß gehabt wie Johnny Bazooka-Tone und so. So ein Junkies Jump'n'Run mit dieser E-Gitarre. Ja. Das ist fürchterlich. Dass der hier gelandet ist. Mensch, da muss er einen guten Kumpel in hohen Positionen gehabt haben. Das tust du ihm unrecht. Okay. Nein, der Trant ist super. Ja, das stimmt. Das ist der Beste. Aber hallo, der hat den N64 die meiste Zeit. Also ja, die wollte ihm einen Altar bauen, habe ich mal gehört. Ja. Mit seinen 5 Spielen, die es gab für das N64. Forsaken und das war's eigentlich schon. Okay, wir hören jetzt auf. Vielen Dank fürs Zugucken und schreibt echt mal rein, ob ihr noch das B-Adventure gucken wollen würdet. Und welchen Teil danach dann? Ob Code Veronica oder das 1er Remake? Sehr wichtig. Tschüss.